Es gibt drei Formen des Khilaf oder des Ikhtilaf, den die Gelehrten nennen. Al-Ikhtilaf bedeutet Meinungsverschiedenheiten, Meinungsdivergenzen. Drei Arten nennen sie dort. Es gibt den sogenannten Ikhtilaf al-Tadad, das nennt man den kontradiktorischen Ikhtilaf, das heißt, dass die eine Meinung die andere aufhebt. Dass sie widersprüchlich sind. Wie wenn jemand sagt, das ist unter bestimmten Bedingungen und Umständen ist das erlaubt und jemand anderer behauptet genau das Gegenteil unter den gleichen Umständen und Verhältnissen. Das nennt man Ikhtilaf al-Tadad, also der kontradiktorische Ikhtilaf. Dann gibt es neben diesem den komplementären Ikhtilaf, das nennen sie Ikhtilaf al-Tanawwu'. Und hierbei geht es darum, dass der Ikhtilaf oder die Meinungsunterschiede sich gegenseitig vervollständigen. Daher wird es auch komplementär genannt. Zum Beispiel die verschiedenen Formen des Adhan. Es gibt verschiedene Formen des Adhan und diese schließen sich gegenseitig nicht aus. Und die verschiedenen Formen des Salatul Khawf oder die verschiedenen Art und Weisen des Salatul Witr zu beten. All diese, die schließen sich ja gegenseitig nicht aus und auch mathalan, innerhalb eines einzigen Madhabs werden durchaus verschiedene Schemata geduldet und gebilligt. Und das nennt man dann Ikhtilaf al-Tanawwu'.